Genau, es ist alles Handarbeit hier. Also letztendlich schmeißen wir einfach alles in einen Topf und hoffen, dass es gut geht. Ja. Dann haben wir ein bisschen mehr Creme. Hey, das ist so eklig! Hey Google! Wir machen heute gemeinsam den Montana Black Nudelauflauf und als Nachtisch natürlich, ganz wildes Ding, einen Montana Black Nachtisch mit Zott Monte. Und natürlich müssen wir erstmal gucken, was Großmeister Monte dazu zu sagen hat. Deshalb, hey Google, spiel bitte von YouTube der legendäre Montana Black Nudelauflauf ab. Oh yeah, Alter. Wir haben hier frischen Mais, frische Paprika, 400 Gramm Hackfleisch, veganes Mühlenhack, ein riesen Kulturchampignons, natürlich in frisch. Also wir machen quasi exakt das, was Monte in seinem Video macht. Nur wir haben uns dagegen entschieden, mit dem Maggi-Tütchen zu arbeiten, einfach weil es das auch nicht gab und weil wir halt den Anspruch haben, wir machen das richtig gut. Warum gibt es sowas? Ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, dass wir die Nudeln kochen, oder? Ja. Nee, würde ich nicht, weil, nee, wenn, doch, du das Video, wenn du das Video ganz gesehen hättest, dann weißt du, dass er sagt, kurz ankochen, aber nicht komplett kochen. Ja, ankochen die Nudeln. Ja, aber du kannst ja erstmal schneiden. Ich mach das Nudelwasser fertig, du schneidest. Du bist ein Stück Arsch. Viele wissen es ja gar nicht, Monte ist ja tatsächlich erzähl nicht wieder irgendein. Er ist mit Michelin-Sternen ausgezeichnet. Das ist kein Witz. Heißt Michelin-Stern. Michelin, du Bastard. Das heißt Michelin, das kommt von dem Reifenhersteller. Es heißt Michelin. Das heißt Michelin. Tobi, wie heißt es? Das heißt Michelin. Molon. Molon? Molon. Molon. Wir brauchen. Eine Pfanne. Eine Pfanne, wofür? Ja, Tobi darf eine Pfanne haben. Wofür brauchen wir eine Pfanne? Wofür brauchen wir denn eine Pfanne? Um das hier anzubraten. Du hast das Video nicht gesehen, ne? Das ist ein Topf, ne? Du hast das Video nicht gesehen. Tobi, ich brauch keine Pfanne. What the f***, Alter, laber mich nicht voll. Ich brauche einen Topf, Junge. What the f***. Das ist alles Handarbeit hier. In diesem Stream ist... Wieso habe ich jetzt da reingefasst? Bin ich behindert? Ich wollte meine Hand ablegen. Ins heiße Wasser habe ich die einfach reingetan. Das ist ja nicht dumm. Aua, Digga, wie dumm war das denn? Lass mich raten, warte, ich errate mal das Thumbnail fürs Video. Dummer Junge verbrennt sich beim Monte-Auflauf kochen an heißem Wasser. Alle wir müssen Gifte. Auf jeden Fall mal gucken, wie wir selber die Soße hinbekommen. Wir haben hier Bratkartoffelgewürz als fertige Nee, nein, nein. Das Ding ist, ich weiß schon wieder, wie das läuft. Guck mal. Ja, wie läuft das? So eine Mische, ja? Ja. Wo so aus Maggi-Fix-Tüten besteht. Richtig. Da ist auch eine Gewürzmischung drin. Das heißt, wir nehmen auch einfach eine Gewürzmischung. Nee. Ich mach das so. Ey, das ist belastend. Ich will einfach nach Hause gehen. Ich möchte einfach gehen. Also, wir haben hier auf jeden Fall das frische Hackfleisch. Willst du es nicht mal heiß werden lassen? Nein. Was hast du vor 2 Wochen den Leuten gepredigt? Dass es zuerst heiß werden muss, damit es schön anknuspert. Ja, richtig. Ja, aber ist es schon heiß? Nee. Kannst du bitte aufhören? Leute, übrigens, Alkoholgenuss ist... Wir sind sehr verantwortungsbewusst, auch wenn wir nicht so aussehen. Alkoholgenuss erst ab 18. Ich hab Wein bei Lidl gekauft. Das ist egal. Schlecht, ne? Alkohol erst ab... Ah, 16. Wir ab 16, aber harten Alkohol erst ab 18, Leute. Nehmt euch an uns kein Vorbild. Unser Leben ist quasi gescheitert. Das war ein Stopp. Ja. Ja, reicht. Was tust du mit der Mango? Ich mach die in handgerechte Stücke. Was tust du mit der Mango? Das sieht keiner. Da schneidet man doch eine Mango, oder? Was? Ich weiß gerade nicht, was ich fühlen soll. Egal, ich schneide einfach, weil das ist ja das Einzige, was ich hier sowieso tun soll. Der ist einfach nur süß. Ja, schmeiß mal das Dings rein. Ich schmeiß mal den Hack rein. Achtung, Leute, geht los. Gönn mir meinen Hack. Ja. Gönn mir meinen Hack. So. Ich freue mich eigentlich nur auf den Nachtisch. Rote Zwiebeln? Wir können die roten Zwiebeln jetzt gleich. Da kann auch gut was von rein. Bin ich großer Fan von. Ich stehe auf rote Zwiebeln. Ich persönlich stehe auf rote Zwiebeln. Wir schmeißen auch schon die Pilze damit rein. So ein Rezept, Monte. Das bringt gar nichts mit veganem Hack. Ekelhaft. Junge, so dumm, Alter. Kann das normal mit die Schaum oder muss das irgendwie weggemacht werden? Ja, da solltest du vielleicht die Hitze runterstellen kurz oder einfach mal von der Platte ziehen. Das ist aber Nudelschaum, der muss so, ne? Ach, Nudelschaum. Du weißt, dass das auch nur 2 Minuten kochen sollte, ne? Ja, ist sonst... ja auch jetzt. Okay, gut. Soll ich auch machen? Die soll ja nicht komplett durchkochen. Nur so halb, ne? So, jetzt kommt der frische Mais dazu. Der ist halt auch nicht frisch, ne? Der ist frisch, der kommt aus der Dose. Der kommt aus der Dose, der ist frisch. Frischen Mais. Geil. Die Nudeln sind komplett durch, so wie Montes haben wollte. Genau so wollte er es nicht, aber ist in Ordnung. Gut. Also letztendlich schmeißen wir einfach alles in einen Topf und hoffen, dass es gut geht. Ja, so wie jede Woche. So wie jede Mal. Dann machen wir jetzt die Soße. Dann versuchen wir jetzt dieses Maggi-Fix-Tütchen zu reassemblen.
Okay. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Ich schaue derweil mal. Ja, genau. Wir reassemblen das und du schaust mal wieder irgendwelche Filme. Nee, wie hier die Herangehensweise am besten aussieht. Also wir werden eine Tomatenbasis haben, ne? Nicht wie Monte. Da ist bestimmt Paprika drin. Ja, alle fühlen die Lyrics. Da hat auch irgendwer geschrieben, Monte guckt zu. Das stimmt nicht. So. Jetzt wird's wichtig, Leute, denn jetzt kommen wir zur Schichtung des Auflaufs. Schichtung des Auflaufs! Die erste Schicht ist Nudeln. Das heißt, wir nehmen hier die Nudeln. Und schichten sie. Das ist eine ganz eindeutige Geschichte. Boah, haltet doch alles. Wow, das ist echt schlecht, ganz ehrlich. So, jetzt kommt hier eine dünne Schicht Käse drüber, Leute. Ich schmeiß hier einfach noch ein bisschen Paprikamark mit rein, weil wir haben noch nicht genug Paprika, ne? Wir müssen das jetzt genauso machen wie Monte, ne? Wir haben es schon die ganze Zeit nicht gemacht hier mit Monte. Ich habe übrigens überlegt, mir den kompletten Hintergrund so eine S-Bahn als Hintergrund im Graffiti zu machen, Leute. Was sagt ihr dazu? Wie so eine S-Bahn? Das fände ich eigentlich ganz geil. Nach der Schicht Käse. Ich schmeiß die Soße einfach mit da rein. Platt drücken, sagt der. Ich weiß nicht, warum man das platt drücken soll, aber steht hier, also drücken wir es platt. Achtung, ich schütte es mal hier rein, ne? Ich schütte es jetzt hier rein. Ja, schütte es da rein. So, wir haben es platt gedrückt. Jetzt kommt wieder eine Schicht Nudeln. Digga, was ist das für ein Auflauf? Jetzt kommt der ganze Hackfleisch. Wir hätten auch einfach noch mehr. Sollen wir nochmal Nudeln nachmachen? Nein. Montana Belek hat es genauso gemacht. Ja, aber wir haben halt nur eine Lage. Ja, es ist doch zwei. Da ist eine Scheibe Tischkäse dazwischen. Ach, du willst das einfach nur oben drauf schmeißen? Es ist so, wie er es macht. Ich mach's genauso, wie er es macht. Du hast das Video doch gar nicht gesehen. Ich hab aber einen Kommentar genau, wo drin steht, wie er es macht, Alter. Das muss ganz wichtig ist, wieder platt drücken, ne? Boah, Junge, das ist halt einfach. Das ist ein bisschen Belasto. Das ist das Chili quasi. Nur anders. So, und jetzt kommt der Rest Käse und die Mozzarella-Scheiben da drauf. Wild. Boah, Bruder. Und jetzt ganz wichtig, Leute. Platt drücken. Kaido, mach Sitz. Kaido, Sitz. Kaido, jetzt gib dem Hund keinen... Fein Kaido. Hier ist er. Der Montana Black. Ich mache das jetzt so. Der Montana Black Nudel auffällt. Ohne Der sieht viel besser aus als der von Montana. Kann man jetzt eigentlich schon mal reinmachen, oder? Machen wir hier auf. So. Hast du überhaupt einen Plan vom Nachtisch? Weil du warst ja für den Nachtisch. Ich habe nur das Rezept gefunden und die Zutaten gekauft. Der Rest wird sich jetzt ergeben. So, und jetzt, okay. Leute. Zusammenfassung lässt sich sagen, jetzt wird's lustig. Ich würde übrigens den Nachtisch, der kalt serviert werden soll, nicht auf die heiße Herdplatte stellen. Halt doch erstmal das Maul. Dann saugt ihr erstmal schön dann rein hier. Die Eiweiße mit dem Salz steif schlagen. Wir brauchen Salz. Eine Packung? Nee, eine Prise. Eine Packung, ja genau. Wer kennt es nicht, eine Packung Salz. So, halbe Packung Puddingpulver. Und Vanillezucker brauche ich. Ja komm, nehmen wir die ganze Packung, was soll das? Und das ist Backpulver. Vanillezucker ist, glaube ich, hier unten. Also, ich habe genommen 150 Gramm Zucker, halbe Packung Vanillepudding, Eigelb, 2,5 Stück und Vanillezucker. Und dann creme ich jetzt zu einer Masse zusammen. Ach, du kriegst eine Küchenmaschine, ja? Ich nicht. Geht das damit? Ah. Irgendwie funktioniert das mit dem Mixer doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Leute, ich bin gerade überlost, ne? Hör auf jetzt damit, Mann! So, warte, jetzt musst du mit dem Spatel den Eischnee unterheben. Ja. Hier unter die und dann wird das gebacken. Weißt du, warum es unterheben heißt? Nee. Weil wenn du das zu schnell machst, dann zerstörst du den Eischnee. Ich habe keine Ahnung, mach einfach. Wie lange brauchst du noch unterheben? Alter, unterheben muss man langsam machen. Ich verstehe es einfach wieder nicht, was Leute, wir machen schnell eine Runde GTA Roleplay. Tobi, komm her. Hey, Bernd! Und das kommt jetzt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ja, 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 boah, das hört sich so geil an. So, jetzt brauchen wir 300 Gramm Fort Monte. Das ist jetzt für die Crema, ne? Und top, ne? Das ist mit einer der leckersten, die es gibt, ne? Ich verstehe, dass Monte seinen Kanal nach dem genannt hat, wirklich. Können wir ruhig ein bisschen mehr rein tun. Ja, ich schmeiß alles rein. Dann haben wir ein bisschen mehr Creme. Wie wär's? Du machst das jetzt einfach. Der hat einfach außer Sahne Butter. Digga, was zum Teufel? Irgendwie war wahrscheinlich noch ein bisschen Rest da drin, weswegen die Sahne nicht steif geworden ist. Ich weiß auch nicht, wie das kommen konnte. Wieso bin ich jetzt zu dumm, um Sahne zu schlagen? Weil du gerade aus Sahne Butter gemacht hast. Ich hab noch nie irgendein. Ja, super. Toll, jetzt funktioniert der Mixer auch schon nicht mehr. Also, das kommt später über die Sachen, die wir gerade backen, hier drüber.
Der Auflauf ist ja eigentlich auch so weit fertig. Ja, aber noch, jetzt erklär mir mal bitte, warum steht der halb in der Mikrowelle? Ich hab keinen Platz einfach. Also der Auflauf sieht gut aus. Wir machen gleich nochmal. Die Kamera ist an die große Sonne, ne? Ja. Also falls ihr das nicht kennt, diese Holzstäbchenprobe. Ja. Wenn ihr einen Kuchen backt und ihr quasi am Ende der Garzeit seid, ist es nicht lecker? Cool. Ich sehe. Ah, das schmeckt so salzig, Digga. Wie viel Salz hast du denn da? Das ist so eklig. Warum ist das so salzig? Ich habe keine Gewürze dran getan. Du warst Gewürzmensch. Holzstäbchenprobe ist quasi einfach, dass ihr, wenn ihr irgendwas backt, mal ein Holzstäbchen reinsteckt und wenn noch Teig dran hängen bleibt, braucht der Kuchen noch ein bisschen. Immer an die dickste Stelle vom Teig gehen oder vom Kuchen gehen, dann passt das. Irgendwas mit der OP? Das hier gerade ein richtiger Dialog zwischen den beiden. Das Problem ist nur, dass der Hund klüger ist. Auf 2 Minuten. 2 Minuten und es geht los. Kann das sein, dass er ein bisschen schief stand? Was? Jetzt hör doch. Guck mal, wie fluffig der ist. Bro, der muss jetzt nochmal platt gedrückt werden. Nein, muss er nicht. Doch, weil der jetzt um. Nein, das. Da kommt doch jetzt noch die Creme drauf. Du hast doch gar keine Ahnung, Mann! Ich bin in der Nachrichten. Nachrichtensprecher. Warte, einmal platt drücken. Nein! Jetzt hör doch einfach auf! Du musst die Luft rausdrücken. Oder Eisschrank, oder? Ja, ach wirklich. Pass auf. Man sieht einfach, dass Revi keine Ahnung hat. Mega schlecht für den Kühlschrank. Geduld. Warme Sachen nicht in den Kühlschrank. Ach wirklich? Nach... Pack mal da draußen das Ding. Komm, stell mal das draußen. Ist das ein... Du bist so ein Idiot, die ne? Die Leute haben recht. Ich hab's dir gerade gesagt. Ich sag's dir gerade. Interessiert keinen. Die Leute sagen es. Interessiert alle. Boah, sieht halt irgendwie echt gut aus, ne? Also, ja, sieht aus. Ich glaube, der von Monte sah der genauso gut aus. So, dann probieren wir mal den Montana Black Auflauf. Auf die Plätze, fertig. Boah. Ey, der ist geil, oder? Der ist echt gut. Digga. Aktiv. Ich schwör, ich sag so, wie es ist, es schmeckt besser als den Fraß, den deine Mutter gemacht hat, ne? Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Aufwand sich gelohnt hat. Nee. Also er ist lecker, aber jetzt halt so, ist ja 2 Stunden mit einem Psychopathen streamen lecker, weiß ich nicht. Aber sonst? Ich finde ihn Baba. Und ich muss das für die Nudeln zurücknehmen, die Nudeln sind echt on point. Der schmeckt wie von Mama Monte. Digga, so, je mehr ich von dem Auflauf esse, umso mehr habe ich Bock, Spiele zu gehen, wa? Und ich habe richtig Bock, ich brauche einen Baseballschläger und Steuerhinterziehung muss ich machen. Mm. Seid ihr nicht befreundet? Ja. Und jetzt hast du dich, ja? Nein. Okay. Ich sag das jedes Mal, wenn wir zusammen streamen. So, Leute. Darauf bin ich jetzt mal gespannt, ne? Das sieht auch wild aus, oder? Jetzt hier nochmal ganz kurz. Da schreibt irgendwer, hat heute noch gar nichts gegessen. Ja, das tut mir leid, aber das ist doch was. Wo ist denn das Problem? Als du das machen könntest, du könntest das ein bisschen shakern. Und ich muss sagen, mir fehlt das, Hackfleisch sogar nicht. Also das Veggie-Hack ist echt schon in Ordnung. Pass auf, ich gehe jetzt mal rein und versuche jetzt mal den Nachtisch hier, okay? Also nochmal ganz kurz so Zusammenfassung. So oh, Digga, unten drin ein Biskuitboden, der selber gebacken ist. Sehr fluffig, obendrauf eine Zott-Monte-Creme. Obendrauf ein bisschen Chili-Flocken. Bro. Lass mich raten, es ist jetzt das Beste überhaupt, obwohl es gerade eben noch viel zu salzig war, ja? Ich greife einfach mal bei dir rein. Ich find's killer. Kannst du nicht anders sagen, es ist wirklich gut. Also es schmeckt zum Beispiel nichts von dem Versalzen, was du eben meintest. Ja, deshalb meine ich ja. Es ist lecker, aber ob ich mir das jetzt privat zu Hause machen würde, weiß ich nicht. Weder mit den Streuseln, noch einfach Monte einfach unterrühren, klar. Fürs Meme ja, aber ja, okay. Wir finden gut. Ist lecker, aber ich glaube, wenn der kalt ist und wirklich aus dem Kühlschrank kommt, dann ist der, glaube ich, eine Nummer geiler. Vierfach, maybe sogar. Es war von diesem unglaublich tollen Montana Black Fanboy Stream. Vielen Dank für diesen geilen Stream, Alter, es hat richtig Bock gemacht. Macht's gut, rüber. Schönes Wochenende, Leute. Auf Wiedersehen, tschüss. Tschüss.